Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute 5000 Kilometer Fazit von meinem S500. Nach dem Intro geht's los. So, wir haben jetzt optimale Voraussetzungen. Ah, falscher Schlüssel. Optimale Voraussetzungen hier. Die Sonne blendet ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Testfahrt. Dann kann ich euch auch gleich ein paar Probleme zeigen. Erstmal einsteigen hier in die Bude. Völlig vereist. Habe ich überhaupt so ein Ding? Ja, so ein Scheibenpunkt. Er ist doch gut, oder? Ja, Kaltstart. Auch leichtes Tickern, ne? Habe ich gehört. Hat man eben auch schon das erste Problem gehört. Der Anlasser hat manchmal nicht so Bock, beziehungsweise der Motor hat nicht so Bock anzuspringen. Das ging jetzt gerade noch. Manchmal habe ich es dreimal so lange, dass er rührt, nicht anspringt. Keine Ahnung, woran das liegt. Batterie ist eigentlich alles top. Also er hat ja auch Power, Kraft. Ich gucke jetzt mal kurz, die Scheibe ein bisschen frei zu machen. Top. Als ob es dafür gemacht ist. Ja, aber das sind normalerweise nicht die Uhrzeiten, zu denen wir aufstehen hier, um ehrlich zu sein, oder Autos fahren. Wie in der Soko Poser Doku schon gesagt, die Poser stehen halt auch erst um 16 Uhr auf. Ja, ist doch top. Erstes Problem, auf das ich eingegangen bin, Anlasser hat ein bisschen Spacken, beziehungsweise Einspritzung, keine Ahnung woran es liegt, aber solange der Wagen anspringt, eigentlich kein großes Problem. Zweites Problem, wenn man dann doch mal morgens losfahren sollte und es auch nur ein bisschen gefroren hat, die Heckscheibe. Was ist los bei Mercedes, dass sie hier die Motorhaube nicht einfach einen Ticken höher gesetzt haben und hier einen Wischer rangesetzt haben? Weil man muss wirklich jeden Morgen, ihr müsst euch vorstellen, dafür hat mal jemand 140.000 Mark bezahlt. Der setzt sich morgens rein, okay, der hat wahrscheinlich eine Garage und lässt es nicht draußen stehen. Aber dennoch muss man dann hier erstmal mit dem Handtuch rumrennen, um überhaupt die Scheibe frei zu kriegen, weil sonst komme ich gar nicht vom Hof, deswegen parke ich draußen, weil sonst baller ich einfach komplett unsere Anhänger weg, weil ich nichts sehe. Und jeden Morgen das abzuwischen, ist auf jeden Fall zu dämlich, ist vielleicht meckern auf hohem Niveau, aber das ist wirklich so ein Punkt, der mich enorm stört. Da hat ein Vogel gegengekriegt. Ja, geil. Wow. Erstmal Sitzheizung an, kommen wir direkt zum zweiten Problem. Hat mir jemand erzählt in den Kommentaren, dass ich ja so dämlich bin, dass ich mit den Knien auf die Sitze gegangen bin. Und ich glaube mittlerweile wirklich, dass das davon kommt. Die Sitzheizung am Arsch ist kaputt. Auf beiden Sitzen. Mhm. Und ich glaube, das kommt wirklich, weil man hinten irgendwie schraubt oder sowas. Und hier mit seinen Knien drauf geht. Das sind so kleine Drähte, hat Eiko mir mal erzählt, die wahrscheinlich durch Gewicht dann kaputt gehen. Und wenn man punktuell natürlich mit seiner kleinen schicken Kniescheibe, ich bin ja nicht der Dickste, drauf geht hier und so spitzt, dass das dann kaputt geht. Hast du die Heizmatte kaputt gemacht? Ja, schön die Heizmatte durchgenudelt. Sieht man hier direkt das nächste Problem, bevor man überhaupt losfährt? Dieser Bildschirm. Ah ja. Der hat, oh ja, jetzt ist er sogar, das ist halt eine Scheibe vor leider. Ich glaube mal oben gegen. Ah ja, moin. Kühlmittel, das ist neu, Digga. Kühlmittel ist neu. Der LED hat irgendwie überhaupt keinen Bock. Das ist natürlich immer ein kleines Problem, wenn man dann irgendwie losfährt mit der Gasanlage. Weil ich fahre die nach Kilometern, die geht nach ca. 400, 500 Kilometern leer. Ich merke das einfach nicht. Ich merke es nicht. Hast du da keine Anzeige? Für Tageskilometer? Mhm, für die Gasanlage, Tankanzeige. Doch, aber die Tankanzeige ist absolut nicht am Start. Es sind ja so viele Probleme, bevor man überhaupt losfährt. Nächstes Problem, PDC, müssen wir immer ausmachen, weil sonst piept es wie wild. Gerade wenn wir irgendwie losgefahren sind, das PDC ignoriert haben und dann wieder unter 5 km/h oder sowas fahren, irgendwie an eine Abbiegung oder sowas ran, dann fängt es direkt wieder an wie wild zu piepen. Vorne sowie hinten, das ist dermaßen nervig. Hinten kann ich es verstehen. Die Bremsen, Alter. Hinten kann ich es verstehen, dass es piept, weil da hängt der PDC-Sensor einfach nur in der. Ja, da Dings kommen wir doch gar nicht durch. Nicht? Das ist gesperrt. Losgefahren sind wir jetzt. Nächstes Problem, immer noch leider die Gasanlage. Ich habe es immer noch nicht zu Armin von GM Service, Gasanlagenservice geschafft. Dementsprechend springt die Gasanlage immer noch erst nach ein bis zwei Minuten an. Das heißt, egal ob ich kalt starte oder warm starte, die Gasanlage schaltet sich erstmal nicht an. Das heißt, ich fahre erstmal schön auf Sprit. Dementsprechend sieht halt immer mein
Sprittank aus, beziehungsweise der Füllstand meines Sprittankes. Und zusätzlich springt sie auch immer noch auf Kickdown ab. Natürlich, was soll sich verändert haben? Ne? Ich habe nichts an der Gasanlage gemacht bisher, habe ich nicht geschafft. Ist im Alltag auf jeden Fall schon eine ziemlich nervige Angelegenheit. Besonders wenn ich höre, dass Eiko so für 25 Euro im Monat Benzintank bei seinem ML500, der ja auch auf LPG läuft, und ich halt gefühlt 25 Euro Sprit die Woche reintank, nur für meine Kalt-Warm-Starts, Kickdowns, whatever, wenn die Gasanlage dann halt mal wieder abspringt und der sich richtig einen reinzieht. Zusätzlich habe ich eine sporadische Motorkontrollleuchte. Der Fehlercode, den habe ich schon ausgelesen. Er geht teilweise von selber weg, wenn ich lange nicht Vollgas gefahren bin oder sowas. Beim Auslesen sagt er auf jeden Fall, dass es, sag mal schnell, Gemischregulierung. Ja. Kann mit der Gasanlage zu tun haben, kann aber auch Falschluft sein. Kann theoretisch auch sein, ja. Wen wundert es bei meinem Ansaugtrakt, ne? Aber wahrscheinlich ist es Gasanlage. Was haben wir noch? Klima. Riesenfaktor auch noch im Alltag, gerade jetzt, wo es kälter wird, ist die Klimaanlage. Da muss ich halt die ganze Zeit auf High fahren, weil sie sich nicht einstellen lässt. Das Ganze lässt sich wahrscheinlich ähnlich wie bei der E-Klasse erklären mit dem Klimaventil. Ja, wahrscheinlich. Dass die halt nur entweder komplett heiß machen kann oder komplett kalt machen. Oder der Sensor. Oder hier der Sensor. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier oben einen Wärmesensor, hier unten einen Wärmesensor bzw. einen Temperaturfühler. Und wenn die nicht übereinstimmen, dann schaltet er auf ganz heiß, ganz kalt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hammernervige Angelegenheit. Besonders wenn man dann halt so 20 Minuten gefahren ist und hier drin einfach schnuckeliger Sauna-Club ist. Oder halt komplette Antarktis. Also, wenn ihr S-Klasse fahrt, immer schön Winterjacken tragen, vielleicht euch noch irgendwas unter den Popo legen, weil die Sitzheizung nicht funktioniert. Ja, aber trotzdem, macht auf jeden Fall Spaß, die Bude im Alltag zu bewegen. Getriebetechnisch haben wir jetzt leider noch nichts gemacht, weil wir aktuell noch, wir haben jetzt die Hebebühne aufgebaut bei unserem Kollegen. Bei Hagen in der Werkstatt sind wir nicht allzu oft mit den Karren, weil das auch ein bisschen weit weg ist. Und wir brauchen auf jeden Fall für den Ölwechsel noch eine riesen Ölauffangwanne bzw. so einen Werkstattgreifer, wie wir bei Hagen hatten, damit wir da nicht die totale Sauerei anstellen, wenn wir nochmal ans Getriebe gehen. Was wird am Getriebe gemacht, sobald wir uns sowas besorgt haben? Ich habe eine neue Steuereinheit, habt ihr ja gesehen, die habe ich ja komplett sauber gemacht, die Ventile gereinigt etc. Die kommt auf jeden Fall rein. Dann hat mir ein freundlicher Abonnent neues Öl geschickt, neues Getriebeöl, bin ich ihm auch sehr dankbar für. Ich hätte nämlich einfach das alte wieder reingekippt wahrscheinlich. Schön 10 Liter, das heißt, wir spülen einmal den ganzen Wandler durch. Aber Freunde, um ganz ehrlich zu sein, wenn man hier rumschaltet, ihr könnt entweder auf W schalten oder auf S. Ich habe keinen Plan, was W ist und was S ist. Wintersport. Dann merkt man, dass sich dieser Gang wechselt, weswegen ich ja überhaupt die ganze Zeit rumheule, sich verändert. Das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn wir außerorts kommen, wie sich dieser Gangwechsel äußert. Lul, hier ist gesperrt. Okay, hattest du doch recht. Und hier ist Sackgasse. Dann müssen wir anders zu Aldi fahren. Das Ganze ist halt ein bisschen nervig. Es klingt sehr stark nach Kupplung, haben wir in Vermutung, und gar nicht so nach Getriebeöl und Filtern. Dennoch kann es nicht schaden, das ganze Ding nochmal durchzuspülen. Ich werde jetzt einmal probieren, das Ganze zu zeigen. Ich bin jetzt in S, das heißt, er fährt im ersten los. So, ich bin jetzt im ersten. Zweiter geht. Nein, das ist schon beim zweiten. Achso, oh, doch nicht. Da war's. Das war also die zwei auf drei. Die jetzt gerade abgesprungen ist. Vielleicht habt ihr es gehört. Er ist wirklich so und dreht einfach 500 Umdrehungen höher. Es klingt von außen komplett bescheuert. Und ist bestimmt auch nicht gut allgemein fürs Getriebe. Dementsprechend sollte man da nochmal ran. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit sich da der Aufwand lohnt. Das ist alles halb so wild, solange es kein Schaltrucken ist. Genau, ein Rucken ist es halt nicht. Ne? Es ist einfach nur Schmieren, ja, würde ich sagen. Abschmieren. Das waren jetzt so die Probleme, die mir auf die Schnelle bzw. im Alltag ein enormer Dorn im Auge sind. Grundsätzlich, wie geht es weiter mit dem Projekt? Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass wir den Wagen folieren. Allerdings ist gerade so ein bisschen so Kosten-Nutzen-Frage.
gerade mit dem ganzen Rost und sowas. In der Kommentarzeile habt ihr mir ja oft geschrieben, dass der Rost durch meine Behandlung wiederkommen wird. Das ist natürlich der Fall. Kann ich auch nicht irgendwie bestreiten oder schönreden. Der Rost kommt wieder unten durch. Unter den ganzen Rostschutzschichten etc. Ich weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist, da Folie drüber zu knallen. Deswegen ist aktuell meine Überlegung, ob ich mir nicht irgendwie Lack besorge. Entweder Sprühlack oder richtigen Lack, den ich dann an einem Kompressor mit einer richtigen Sprühpistole auftrage und natürlich den Wagen vorher an den rostigen Stellen nochmal anschleife, nochmal mit speziellem Rostschutz drüber. Über Tipps, was das angeht, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Ihr könnt mir gerne Tipps schreiben über Produkte, die roststoppend wirken. Ich habe auch netterweise von einem Kollegen hier aus Neumünster das Angebot bekommen, dass er mir die Karre komplett durchschweißt, aber ich persönlich bin aktuell auf einem Standpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich erstmal den Winter abwarte, bevor ich solche größeren Eingriffe mache, beziehungsweise dann auch wieder Kosten nutzen. So, ich will denen das auch nicht umsonst machen lassen. Weiß ich halt aktuell nicht. Ich habe halt Angst, dass es dann wieder durchrostet, wenn man sagt, so ja, mach einfach ein bisschen Tuddel-Dudel, ne? Einfach brat ein bisschen was rüber und so. Ich habe da nicht die größten Qualitätsansprüche, wie ihr sicherlich wisst. Ist halt die Frage, ob sich das alles unterm Strich lohnt. Jetzt erstmal für den Winter bin ich echt aktuell auf dem Standpunkt, dass ich den Wagen einfach neu lackiere, weil mir dieses Opa-Silber von Mercedes enorm auf den Sack geht. Das ist auch nochmal ein anderes Silber, als jetzt unsere AMGs haben. Ich würde das AMG-Silber eher als so ein sportliches Silberfeil-Silber bezeichnen. Unser hier einfach als C-Klasse Opa-Silber. So habe ich halt nicht mehr so Bock drauf. Ich habe da auch eine ganz geile Vision im Kopf, habe ich euch ja schon mal erzählt, dass das ganze Projekt in Richtung Maybach geht. Gerade jetzt mit den Felgen etc. Auf jeden Fall wird die S-Klasse jetzt nicht vernachlässigt. Die S-Klasse wird weiterhin daily gefahren. Ich werde mich um die kleineren Problemchen auf jeden Fall kümmern in angemessenen Rahmen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch weiter für das Projekt interessiert. Über eure Meinung in den Kommentaren bin ich euch immer sehr dankbar. Und über Tipps, die hilfreich sind, nochmal mehr als dankbar, wenn man das so sagt. Weil es kamen schon echt enorm viele Tipps bei rum, die uns auch echt was gebracht haben. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Video. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.